Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe vom Simulanten. Wir spielen wieder Elite Dangerous, sind hier gerade im System Bonnison auf Burnham Ring und wir sollen Drogen schmuggeln und zwar dahin, wo wir hergekommen sind. Und ich würde sagen, geben wir das mal als Ziel an. Beziehungsweise, ne, passt schon. Machen wir das so. Ziel auswählen und wir starten. Dann schauen wir mal, ob wir hier erwischt werden. Ich hoffe mal nicht. Denn sonst wird wieder Strafe fällig. Das wollen wir nicht. Hier stehen aber verdächtig viele Schiffe rum. Ich würde sagen, ich gehe gleich mal in Silent Running. So. Schleichfahrt, illegale Fracht. So, ich glaube, das passt. Volle Energie. Und ab dafür. Frameshift Drive charging. So, mal gucken, ob wir diesmal auch mal reinkommen, ohne gescannt zu werden. Bislang hat das ja immer ganz gut funktioniert. 74.000, das ist schon mal eine Hausnummer. Zumindest für meinen Geldbeutel. So. Tanken wir kurz mal. Fuel scooping complete. So, sehr gut. Und wir fliegen zu. Fuel scoop disengaged. Hier hin. Shine Market, wie auch immer das Ding heißt. So, unser Schild ist auch wieder aufgeladen. Zack. Sehr gut. Okay, dann segeln wir mal ran und wahrscheinlich gleich mal wieder vorbei. Oder war das diesmal besser? Na, sieht fast so aus. So. Schön ransegeln. Bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Ob uns die Schleichfahrt immer schützt gegen mögliche Scans. Aua. Nicht in uns reinfliegen. Dass Mutti gut findet, dass wir hier Drogen schmuggeln. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich nehme an, das Imperium ist da sehr strikt, was sowas angeht. So, Kontakte. Landeerlaubnis. Docking request granted. Halten Sie sich an die Vorschriften, natürlich. So, Landeplatz 16.
silent running. Shields offline. So, und rein da. 16 hier runter. Landing gear deployed. Sieht gut aus. Thermal signature restored. Docking successful. Bam. Engines disengaged. So, wir sind gelandet. Schauen wir mal, dass wir unseren Scheiß loswerden. Oh, schwarzes Brett. Drogen abliefern. Sehr gut. 281.000. Das ist doch schön. Gesucht Leistungssteigerer. So, da müssen wir wieder was... Oh, schau mal hier, 128.000. Aber das können wir nicht erreichen, weil... Ah, okay. Wir sind weder wohlgesinnt, noch haben wir, können wir 8 Fracht transportieren. Schade. Was ist das für eine seltsame Sprache? Shields online. Ach, halt, die redet ja Englisch, oder? Im Hintergrund? Das klang nur ein bisschen komisch. So, schwarzes Brett. Ja gut, da gibt es jetzt nichts mehr Interessantes. Können Systeme verstärken und Systeme vorbereiten. Habe ja gesagt, dass wir das nochmal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Können wir das mal wegmachen hier? Entsorgen, danke. Galaktische Mächte. Okay. Systeme vorbereiten. Vorbereitung. Das Übel an der Wurzel packen. Das ist ein bisschen weit weg, ne? 90,3 Lichtjahre, da ist man halt wieder so ewig unterwegs. Was heißt denn hier, wenn es rot ist? Das wäre halt noch am nächsten mit dran. Tuareg. Expansion. Verbleibende Zeit, ja okay, da haben wir den Trigger schon lang überschritten. Das heißt, das System, das wird uns gehören. Kontrolle. Cancelled. Verstärkung. Okay. Da haben wir auch schon lang getriggert. Dann immer je weiter eine Sache weg ist, umso mehr kann man beitragen. Hier könnte man noch was machen. Okairi. Liefern Sie Folgendes von unserem Kontakt in Kamadenu, um Senatorin Lavinie Duval die Kontrolle über dieses System zu sichern. Lavinies Garnisonsversorgung. Okay.
Ansonsten sieht ja alles gut aus. Na gut, hier wären, glaube ich, interessante Systeme. Weil da der Feind quasi Vorsprung hat. Und hier hat er deutlich Vorsprung. Cibola. Cibola. Lavinis Garnisonsversorgung. Wollen wir jetzt einfach mal angehen? Mal dahin fliegen. Vielleicht sogar hier. Der eine Sprung macht es dann auch nicht mehr aus. Wahrscheinlich. Cibola. Ist hier unten. Und da ist der Gegner im Moment vorne. Cibola. Okay. Und wir müssen hin. 10 Sprünge sind es nur. Okay. Na, das geht doch. Und wir müssen. Nee, halt. Sternhafendienste. Kontakte. Macht Kontakt. Die Garnisonsverstärkungen. Okay, bestätigen. Okay. Und halt, hier stimmt noch was nicht. Na gut. Jetzt starten wir mal. 10 Sprünge. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. So, muss mal kurz meinen Stuhl hier richtig hinschieben. Und los geht's. Zehn Sprünge, das sollte noch machbar sein in dieser Folge. Gut, zwischendrin ein bisschen auftanken. Vielleicht noch den einen oder anderen Scan. Frameshift Drive charging. Und ab dafür. Three, two, one, engage. So, hallihallo. So, als nächstes kommt wieder ein unbekanntes System. Fuel scooping. Was, das hier kenne ich auch nicht. Hier war ich noch nicht. Okay. Also wir scannen wieder. Da, 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 da. Du, du, du. Wobei, sparen wir das Scan jetzt mal. Gucken wir lieber mal, dass wir das hier noch schaffen in dieser Folge. Aber müsste drin sein. So. Und weiter geht's. Amitrit. Oder Amitrite. Wie auch immer man das aussprechen mag. Two, one, engage. Bam. So.
Halli, hallo. Fuel scooping. Wieder ein neues Objekt, das wir aber nicht scannen. Ups. Na, wieder hin. Uah. Du, du, du. Fuel scooping complete. Dankeschön. Fuel scoop disengaged. Nach Bragur. Eine unabhängige Demokratie. Unabhängig, das ist ja ekelhaft. So. Frameshift drive charging. Nee, ich will nicht bremsen. Gummi. Two, one, engage. Bow. So. Aloha. Fuel scooping. Als nächstes möchte ich wirklich dann doch lieber Geld in mal in so einen Frameshift-Unterbrecher investieren. Ich glaube, da kann man viel Spaß haben. Aber das ist, Ding ist schwer zu finden. Einige meiner Zuschauer haben mich ja schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich schon das ein oder andere Mal da doch an so einem Ding vorbei gesegelt bin, quasi. Da bin ich wahrscheinlich einfach ein bisschen blind in dem Moment. Oder suche nicht aktiv danach. Aber sollte ich jetzt mal so ein Teil sehen, dann nehme ich es auch mit. Frameshift Drive Charging. Gende. Imperium, Diktatur, das gefällt uns. Interessant, dass es innerhalb des Imperiums offensichtlich auch verschiedene Regierungsformen gibt. Oder halt, nee, jetzt waren wir gerade unabhängig. Was erlaubt dieses System? Nicht Teil des Imperiums zu sein. Was für ein Frevel. So. Fuel scooping. Wieder kurz tanken. Das war die sinnvollste Investition, die wir jeweils getätigt haben. Dieser Treibstoffsammler. Fuel scooping complete. So, ICZ ELX B11. Fuel scoop disengaged. Wir kommen. Frameshift drive charging. Oh. 4, 3, 2, 1, engage. Bow. So, hallihallo. Wenn ich mich nicht täusche, beginnt dein Name mit einem V für Verräter. Oh. Da ist wohl ein Agent unterwegs. Adjuster. Aber wo sehe ich denn den Typen jetzt? Das würde mich mal echt interessieren. Fuel scoop disengaged. Ist das der hier auf meinem Radar? Scheinlich, der verfolgt mich auch, oder? Wenn ich hier in die Kontakte gehe, keine Kontakte in Reichweite. Na gut. Frameshift drive charging. Beginnt der Name mit V, V wie Verräter. Ja, ja. Tut mir leid,
Hätte ich das jetzt vorher gewusst, dass diese Kampfmissionen auch nur Lieferaufträge sind, dann wäre ich bei Prinzesschen geblieben. Aber ich kann jetzt nicht schon wieder wechseln. Wir bleiben jetzt einfach bei der Reifenfrau. Ups, hier kann man sie, glaube ich, nicht aufladen. Ja, hier geht nichts. Seta Horologi. Frameshift Drive Charging. Du. 4, 3, 2, 1, engage. Bam. So, oh, kann man das hier? Kann man hier tanken? Ja. Hier sollte ich ein bisschen, denn der nächste Sprung wird etwas länger. So. Okay, und abdrehen. So, das reicht erstmal. Baal. Oh, das hört sich vielversprechend an. Baal. Kennt man auch aus Diablo. Frameshift Drive Charging. Ready to engage. What? Ach komm, da war er jetzt aber sehr pingelig. Der eine Millimeter. Engage. So. Zack. Und so war Tara. Da wollten wir doch hin, oder? War das nicht so Batara? Ich glaube schon. So, aber erst noch mal eine Runde tanken. Okay, das reicht erstmal. Fuelscoop disengaged. So, wo ist jetzt der Typ, der mich Verräter genannt hat? Ich hatte jetzt schon erwartet, dass er uns irgendwann versucht rauszureißen. Aber der hatte wohl nur eine große Klappe. So wie ich. Frameshift Drive Charging. So. Wobei hier steht ja auch. Ja, wo, ist gut, das kann ja zum Imperium gehören. Das ist ja kein Widerspruch. 4, 3, 2, 1, engage. Sodala. Ah, müssen wir doch noch eins fahren. Okay. Aber erstmal wieder tanken. Geht's vielleicht auch mal ganz voll. Dö.
Ob es hier in dem Spiel auch noch sowas wie ein Ölkartell gibt? Treibstoffkartell? Ist ja eigentlich... Müsste ja eigentlich zerfallen, wenn es die Möglichkeit gibt, dass jeder selber tankt. Tanken kann. Okay. Deswegen haben die Ölkonzerne auch so viel Angst vor Elektroautos. Das wäre für die natürlich eher suboptimal. Okay. Und zack. Denn wenn jeder zu Hause selber sein Auto aufladen kann, dann gibt es da quasi keinen Benutzungszwang mehr von Benzin und anderen Erdölprodukten. Und das mögen die Scheichs natürlich gar nicht. So. Ach ne, Zibola, da wollten wir hin. Noch ein Sprung, okay. Fuel scooping. Aber erstmal wieder tanken. Beziehungsweise auftanken ist ja nicht so teuer. Gönnen wir der Station halt auch ein paar Einnahmen. Deswegen fliegen wir einfach gleich hin. Frameshift Drive Charging. Zibola. Vielleicht bekommen wir da ja einen Frameshift-Unterbrecher. 4, 3, 2, 1, engage. Ah, das ist nämlich ganz cool, dann kann man sich seine, die Leute, die man dann zerlegt, schon vorher aussuchen. So. Dann bräuchten wir eigentlich nur noch so eine Art Tötungsbefehlsscanner. Wobei der ja, glaube ich, nur im Radius von ein paar wenigen Kilometern funktioniert. Also bringt uns das unmittelbar gar nichts. Okay. Irgendwo. Oh, wir haben hier einen Kampfbereich. Den könnten wir uns natürlich auch mal angucken. So, wir fliegen erstmal hier hin. Das ist wieder so eine Station. Liefern unser Zeug ab und dann können wir tatsächlich nochmal in diesen Kampfbereich reinschauen. Weniger heftig, das sollten wir ja auch überleben. Sage ich jetzt mal. Und für jeden Abschuss gab es ja da auch eine ganze Stange Geld. Das wissen wir ja noch. Von letztem Mal. So. Hintergrund rumpelt wieder der Zug vorbei. Wie immer während der Aufnahme. So. Okay. Ach, hier ist der Kampfbereich direkt. Ah, interessant. Desiree Taylor. Wir müssen so weit weg von hier wie möglich, sagt sie. Oh. Oh, Allianzvollstrecker. Scheiße, wo ist denn das Ding? Oh, fuck. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Fuck it. Ich habe gar nichts bei mir. Na, okay, die Scheiße halt. Scheiße, was ist denn das für ein Typ? Ich frage mich, was du für ein Typi bist. Scan detected. Feind. Das ist ein Meister. Oh, okay. Wollen wir es mal drauf anlegen? Oh, halt, scheiße. Impulslaser.
Erstmal lasern, können wir mal unsere neuen Laser ausprobieren. So, es gibt hier gleich einen kleinen Dogfight. So. Wo ist er? Der Lümmel. Da kommt er gleich. Das wendigere Schiff. Vermute ich fast. Ah. Naja, der hatte wieder so einen kleinen Igel. Geht relativ schnell kaputt, aber. Na. Bereite dich auf den Untergang vor, du Narr, sagt er. Na, wie viel halten denn seine scheiß Schilder denn aus? Ohne Witz. Achso, warte mal, ich hab den ja gar nicht anvisiert. Sollte ich vielleicht mal tun. Was habe ich denn da anvisiert? Das ist doch scheiße. Ach, jetzt treffe ich den auch. Gott. Komm, schieß. Reite dich auf deinen Untergang vor, das werden wir ja sehen. Oh nein. Jetzt lädt er sich gleich wieder auf, oder? Der hält ganz schön viel aus. So, komm. Gib mir. Oh, jetzt hat er wieder irgendwas gezündet. Schau her, ich kann nicht mehr. Ja, er hat irgendwas gezündet. Jawohl. Oh nein, was habe ich getan? Hui! Mehrfach geschützt. Oh nein, das war gar nicht gut. Nein, was tue ich denn? Target Shields offline. Under attack. Oh nein, jetzt lädt er seine Schilder wieder auf. Scheiße. Ah, komm. Komm. Jawohl. Bumm. Target destroyed. 400 Credits bloß. Sehr enttäuschend. Aber immerhin. Ich lass mir doch von so einem Typen hier nicht sagen, dass mein Untergang bevorsteht. Au.
Und ab geht's. Haben wir ein bisschen Munition verballert. Aber ein Schurke weniger. 4, 3, 2, 1, engage. 400 ist echt wenig. Das war schon wieder so ein Allianz-Typ. War das der von vorhin vielleicht, der uns auch gesucht hat? Ist gut möglich. So, einmal drehen. So, Sansibar. Gut, aber die neuen Laser scheinen ganz okay zu sein. Vorausgesetzt, man visiert halt den Gegner an. Das war schon ein bisschen dämlich. Ich war kurzzeitig schockiert, weil ich dachte, ich hatte doch eigentlich welche gekauft mit so einem kardianischen Zielsystem. Aber ihr habt auch gerade gesehen, der Typ, der hatte auch so Gegenmaßnahmen. Das heißt, da hat das dann komplett verrückt gespielt. Da ist es dann schon ganz gut, wenn man vielleicht noch manuell zielen kann. Da unten ist gleich der Eingang, das ist ja schön. So, halt, falsch, hier rum. Kontakte, Landeerlaubnis anfordern. Docking request granted. 13. So. Ist da unten. Landing gear deployed. So, segeln wir mal schön ein. Docking successful. Zack. Engines disengaged. Dann, ja, schau ich auf die Uhr. Also raussegeln werde ich hier mit Sicherheit nicht mehr. Gehen wir gleich mal runter. In den Hangar. Wir liefern da mal unsere Sachen ab. Okay. Sternhafendienste. Kontakte. Kopfgelder. Sehr gut, unser Machtkontakt. Verstärkung Zibola. Fünf Verdienste. Hooray. Haben wir jetzt irgendeinen Beitrag geleistet? Ich fürchte fast, der war so marginal, dass sich das kaum bemerkbar macht. Schauen wir mal, Kontrolle. Wo war denn Zibola? Zibola. Ja, gut. Ich weiß nicht, was war es denn vorher? War es vorher bei 0? Ich habe keine Ahnung. Oder 1? Auf jeden Fall sind wir noch weit davon entfernt, hier irgendwie was zu bewirken. Na gut, dann schauen wir hier mal die Ausrüstung an. Wir machen erstmal alles auftanken, alles reparieren, komplett nachladen. Schauen mal die Ausrüstung an. Vielleicht gibt es hier zufällig so einen Frameshift-Unterbrecher. Ah, natürlich nicht. Okay.
Ich gebe jetzt auch mal kein Geld aus für irgendwelche anderen Sachen. Ich möchte jetzt schon mal sowas suchen. Ich glaube, ich habe schon mal nachgeschaut auf meiner klugen Internetseite. Konnte man nicht nachschauen, wo man verschiedene Dinge bekommt. Search. Oh, naja, kann man nur Outfitting schauen, aber nicht, was es da gibt. Ja, schade. Gibt's hier noch was Interessantes auf dem schwarzen Brett, aber ist jetzt, kann ich jetzt eh nicht mehr annehmen, da ich jetzt dann die Aufnahme oder die Aufnahmesession beende. Ah ja. Heiße Ware, 32.000. Ganz nett. Aber gut. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ein kleiner Kampf war dabei. Nächstes Mal werde ich dann versuchen, in dieses Kampfgebiet reinzusegeln. Da gibt's dann ein bisschen mehr Action. Und wenn's euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ein Kommentar oder ein Abo, wenn noch nicht vorhanden. Da freue ich mich wie immer sehr drüber. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn's wieder heißt, der Simulant. Wir spielen Elite Dangerous. Macht's gut, bis bald und Servus!